Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute heißt es mal wieder Spoilerwarnung. Aber es wird heute gar nicht massiv gespoilert, es wird tatsächlich nur auf einen Charakter eingegangen, der meiner Meinung nach einer der besten Seriencharaktere aller Zeiten ist, wenn nicht sogar der beste. Also da ist es ein bisschen schwieriger, ich tendiere da so ein paar Richtungen, aber ich glaube, Negan dürfte eigentlich unangefochten auf der Spitze sein, weil er halt einfach eine perfekte Charakterisierung ist. Und ich muss sogar sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der meistens eher die Buchvorlage oder Comicvorlage oder irgendeine Vorlage bevorzugt. Aber in dem Fall haben wir eine unglaubliche Darstellung eines Jeffrey Dean Morgans bekommen, der es geschafft hat, einen Charakter, der schon interessant war, aber meiner Meinung nach semi-spannend war in den Comics, zu jemandem zu machen, der unglaublich performt hat. Es waren Kleinigkeiten, es waren Blicke, Mimik, Begegnungen. Es war der absolute Wahnsinn. Ich muss aber auch im heutigen Video mal so eine kleine Sache in den Raum werfen, nämlich gehe ich tatsächlich davon aus, dass die meisten von euch Negan missverstanden haben. Ich kann mir auch vorstellen, warum, aber wenn man das ein bisschen genauer betrachtet und jetzt mal zum Beispiel komplett außen vor lässt, was natürlich im Nachhinein passiert, was in den Comics passiert, sondern wirklich nur den momentanen Negan sozusagen, heißt Staffel 7 Folge 1 betrachtet, der als einer der größten Antagonisten sozusagen inszeniert wurde und den unglaublichsten Cliffhanger-Schockmoment ever kreiert hat, meiner Meinung nach, kann ich verstehen, warum man diesen Charakter als böse abstempeln möchte. Aber was ist denn wirklich die Definition von gut und böse in einem postapokalyptischen Szenario? Wir müssen ja immer bedenken, es gibt Gemeinschaften, es gibt Gesetzgebungen. Und genauso wie in einer Welt, die noch nicht von dieser Apokalypse komplett oder fast komplett zerstört wurde, gibt es halt unterschiedliche Gesetzgebungen und das kollidiert öfter mal. Wenn man zum Beispiel generell andere Länder, andere Religionen betrachtet zum Beispiel, wird klar, dass die Gesetzgebung voneinander abweichen. Es gibt halt dann verschiedene Länder, die versuchen dann zu intervenieren und das Ganze irgendwie richtig zu stellen, ihrer Perspektive nach, aber es ist halt dann auch wirklich nur eine Sichtweise von Recht und Ordnung und man muss es aber auch irgendwie schaffen, jede Sichtweise in irgendeiner Form zu akzeptieren. Es ist ja irgendwie verwerflich, wenn man darüber nachdenkt, dass man versuchen würde, mit einem anderen Land oder mit generell in einer komplett anderen Orientierungsrichtung in irgendeiner Form zu kooperieren, aber im Hintergrund versucht dann, deren Vorstellung von Recht und Ordnung irgendwie zu unterminieren. Und das ist wieder so ein ganz, ganz schwieriger Fall. Deswegen ist es immer die Frage, was definiert man denn als Recht und Ordnung? Und in einer Gesellschaft, die auf einer nicht kriegerischen Basis besteht, kann man schon da irgendwo mal sagen, okay, das ist menschenunwürdig, das ist nicht gut, das kann man ändern, dagegen könnte man sich auflehnen und man muss halt irgendwie auch derartige Veränderungen zulassen und ich denke mal, das ist hier, glaube ich, der Pol der Zeit, wenn man bereit ist, auch Veränderungen zu tolerieren und nicht an irgendwie alten Traditionen festhält, sondern das Ganze halt so ein bisschen versucht, mal erweiterter zu sehen, aber trotzdem auch respektiert, dass andere Länder zum Beispiel andere Sitten haben. Und genau dasselbe gilt hier auch für The Walking Dead. Wir haben diverse Gemeinschaften und das ist hier wirklich ein perfektes gesellschaftliches Bild, was hier präsentiert wurde. Und die haben natürlich alle eine unterschiedliche Struktur. Es gibt natürlich irgendwo parlamentarische Strukturen, demokratische, auch diktatorische natürlich. Die Frage ist, was kann man wirklich in so einer Welt noch als gut und böse definieren? Schlussendlich ist natürlich dann Folgendes passiert. Die Xavier sind aufgetreten und sie haben halt nun mal so eine Wir-sehen-nicht-Strategie, dass sie halt eigentlich nur durch Erpressung fungieren, mehr oder weniger nur Krieger ausbilden und halt die anderen als schwach isolieren, aber trotzdem sind die anderen auch Teil ihrer Gemeinschaft. Dann gibt es natürlich dann andere Völker und diese Völker sind halt dann, naja, zu Schutzgeld verpflichtet. Und das ist im Prinzip das Grundprinzip dessen, was die Xaviers tun. Es ist stark vereinfacht natürlich, aber grundlegend ist es halt mehr oder weniger eine Mafia-Struktur. Man hat keine Bedürfnisse, Sachen eigen anzubauen oder sich komplett eigensinnig da eine Struktur aufzubauen, sondern man ist halt darauf angewiesen, dass das andere für einen tun und für diesen vermeintlichen Schutz kann man halt dann sozusagen auf deren Ressourcen zurückgreifen. Ist natürlich aus der Sicht der Opfer in dem Fall ein bisschen schwieriger zu betrachten, dennoch ist es halt irgendwo auch eine Gemeinschaft und wir reden hier wie gesagt nicht von einer normalen Zivilisation, wir reden von einem Zombie-Apokalypsen-Szenario, wo halt im Prinzip solche Sachen das kleinste Problem sind. Es besteht ja trotzdem immer noch ein gewisser Zusammenhalt, es besteht immer noch Frieden und dieser Schutz wäre ja gar nicht mal so abwegig. Man besitzt ja eine große militärische Struktur und somit kann man halt auch vor Zombies schützen, weil genauso wie die Xaviers zum Beispiel auf deren Beute sozusagen angewiesen sind, ist es andersrum aber teilweise genauso, weil sie ja halt den militärischen Apparat stellen und somit können sie ja halt auch alles beseitigen. Sie können ja auch nicht tolerieren, dass halt einfach eine von den Gemeinschaften komplett zerfällt, wenn sie darauf angewiesen sind. Sie müssen ja auch dafür sorgen, dass die Soldaten ernährt werden, dass alle zufriedengestellt sind
Nur die Strategie von Ligen ist so ein bisschen erweiterter zu betrachten. Es geht halt tatsächlich auch darum, dass sich die einzelnen Soldaten so ein bisschen überlegen fühlen. Zumindest halt in ihrer Schicht sozusagen. Es gibt Soldaten, es gibt Generäle und jeder hat dann so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, weil er irgendwie anderen seinen Willen aufzwingen kann. Und das ist natürlich hier ein absolutes Sinnbild der Menschheit. Jeder möchte das in irgendeiner Weise. Nur ist halt hier immer das Problem, dass die Leute dann automatisch davon ausgehen, wenn jemand an der Spitze dessen ist, muss er grundlegend abgrundtief böse sein. Ist Negan aber gar nicht witzigerweise. Ja, er ist schon irgendwo ein Arsch, muss man ganz klar sagen. Dennoch ist er nicht abgrundtief böse. Er ist eigentlich auf eine gewisse Art sogar relativ gut tatsächlich. Er hat seine Gemeinschaft aufrechtgehalten. Dieser Typ konnte mit einem Baseballschläger durch sein Lager marschieren. Und keiner hat ihn auch nur irgendwie schief angeguckt. Die hatten alle Waffen. Jeder hätte schießen können. Was würde passieren? Ich meine, schlussendlich ist es eine Gemeinschaft, die aufgrund von Stärke existiert. Jeder hätte schießen können. Hätte jemand geschossen, gäbe es zwar eine Möglichkeit, dass jemand anders dann auch das Feuer öffnet, müsste aber gar nicht sein, weil niemand wirklich jetzt Liebe empfindet und deswegen würde man jetzt nicht irgendwie posthum versuchen, hier in den Ligen zu rächen. Passt natürlich auch nicht, haben wir auch gesehen, als es dann zerfallen ist. Aber es hat niemand getan. Eine unglaubliche Angst besteht einfach, wenn dieser Typ die Bühne betritt. Und deswegen auch wieder diese Wahnsinns-Performance eines Jeffrey Dean Morgans. Absolut episch. Ich meine, wie gesagt, er verkörpert perfekt dieses Arschloch, diesen Charakter. Er schläft dann irgendwie mit irgendeiner Frau von jemandem, verbrennt dann das Gesicht, tötet hier und da mal wieder ein. Aber grundlegend ist das nur irgendwo, um eine gewisse Strafe aufzudrücken, um halt die Ordnung so beizubehalten. Er will gar keinen Krieg. Was hat aber jetzt zum Beispiel denn Rick getan? Rick hat ihn direkt herausgefordert. Er hat ihm den Krieg erklärt, er hat versucht, irgendwie seine Ressourcen zu unterbinden, er hat versucht, seine Lager zu überfallen, er hat massenhaft Leute getötet, er hat eine ganze Gruppe im Schlaf abgeschlachtet. Was hat Negan darauf getan? Er hat eine Person getötet. Eine einzige Person. Mit einer unglaublichen Message, mit einem unglaublichen Impact, das kam bei den Zuschauern an, das kam bei der Gruppe an, das kam bei jedem an. Der Impact, die Situation, das hat es ausgemacht. Aber es war nur eine Person in Relation zu Gruppen, die Rick im Vorhinein abgeschlachtet hat. Ich meine, ja, man ist nicht zufrieden gewesen damit, wie Negan halt irgendwie seine Fraktion führt. Ja, man wollte ihn angreifen, man hat ihn herausgefordert und als sozusagen Rache, die nicht mehr von Negan persönlich abhängt, hat er eine Person getötet. Es war nichts Persönliches. Es war rein geschäftlich sozusagen. Er wollte keinen Krieg, deswegen auch nur eine Person, ein Toter. Natürlich hat ein Devil interveniert und dadurch ist halt dann noch jemand gestorben, aber grundlegend war halt nur ein Toter geplant. Und gut, dann ist jemand frech geworden und er musste halt nochmal ein Statement abgeben. Man kann sagen, okay, vielleicht macht das ihm Spaß. Ist eine schwierige Sache. Vielleicht hat er einen gewissen befriedigenden Akt dadurch, kann man sagen, ist aber nicht hundertprozentig so. Und er hat natürlich noch andere Bedürfnisse, hat man ja auch dann gesehen, gerade auch wie er zum Beispiel mit einem Karl umgeht. Daran weiß man auch, dass Negan eben nicht nur grundlegend böse ist. Und wenn man sich mit seiner Vergangenheit beschäftigt hat, weiß man auch, der Typ war Sportlehrer, der hat sowieso eine relativ krasse Affinität für Kinder und würde auch niemals irgendwie tolerieren, dass man Kinder verletzt, auch nicht Frauen verletzt. Er verletzt halt Männer. Kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber so oder so geht es halt hier um Stärke. Auch um physische Stärke, die natürlich im Vordergrund steht. Und gepaart mit so einer unglaublichen Willenskraft, mit einer unglaublichen Intelligenz, ist es halt einfach der Wahnsinn, wenn man so auftreten kann. Und wie gesagt, Negan als böse abzustempeln, ist eine schwierige Sache. Er beschützt nur seine Gemeinschaft. Er versucht, den Krieg zu vermeiden. Er hat ja im Prinzip auch sozusagen Vic in die Situation gebracht, dass er sich zwar zurückstellen muss, aber er musste nur sein eigenes Ego runterschlucken. Hätte Vic in dem Moment anders reagiert und gut, aus Maggies Sicht ist es schwieriger. Sie hat einen Verlust erlitten und sie will Rache. Absolut legitim. Sie kann ja auch Negan herausfordern. Aber muss man deswegen den Krieg anfangen? Nicht unbedingt. Ich meine, Negan hat sich damit selbst zum Feindbild gemacht. Trotzdem fordert man die Negan heraus, sondern versucht die ganze Zeit hier den Krieg weiterzuführen. Das heißt natürlich, es ist schon irgendwo was Persönlicheres und das ist schon das Motiv der Rache. Aus Vicks Sicht war es ein Ego-Problem tatsächlich. Und hierbei ist halt in der komischen Situation nicht unbedingt Vic der Gute. Wir wollen das natürlich so sehen, aber was hat Vic getan? Wie gesagt, er hat den Krieg erklärt, Negan hat eine Person getötet und hat sie dann entkommen lassen. Er hätte alle töten können und hätte somit die komplette Gruppe übernehmen können, wenn er wollte. Er hätte sie vernichten können. Gut, er spielt auch gerne und versucht auch jemanden zu brechen, gehört irgendwo für Negan dazu, passt aber auch zu seinem Charakter. Und man muss ja auch bedenken, dieser Typ muss immer in der Frontlinie stehen. Er darf sich niemals schwach zeigen. Seine Gruppierung besteht nur aus Leuten, die Angst und Respekt gleichzeitig vor diesem Mann haben. Und deswegen passt das so gut zusammen. Und hierbei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, das aufrechtzuerhalten zum einen. Also das heißt natürlich, dass die
Gruppe befriedigt ist. Und das ist ja auch so interessant. Stellt euch mal vor, da sterben auch zum Beispiel in den Anschlägen von Weg sehr viele von euren Freunden und dann steht ihr dabei und seht, dass Negan eine Person tötet. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht gerade befriedigend in Relation dazu, dass man zum Beispiel eine ganze Gruppe abgestattet hat. Trotzdem respektieren seine Leute dieses Urteil. Und diese Form in einem postapokalyptischen Szenario des Respekts und der Ehrerbietung ist viel, viel präsenter und viel gediegener als das, was Vic getan hat. Vic hat seine eigenen Leute faktisch zur Schlachtbank geführt und hat immer wieder versucht, Krieg zu führen. Mit der Prämisse, dass seine Ansicht die bessere ist und dass seine Idee und seine Ideale da irgendwie halt über den vom Liegen stehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und deswegen ist dieses Gut und Böse Ding für mich in der Relation sehr schwer zu betrachten, weil Negan hat immer nur geantwortet. Du greifst Negan an, er tötet eine Person, lässt sich aber entkommen, du musst deine Waffen abgeben, du bist ihm Ressourcen schuldig, alles gut, sonst kommt er halt und macht ein bisschen Bälle. Aber schlussendlich ist das halt ein Kompromiss auf eine gewisse Art. Negan zeigt dir, dass er überlegen ist, du kannst ihn trotzdem herausfordern, du kannst trotzdem rebellieren, du musst aber dabei einiges riskieren und wie gesagt, Negan gibt sich immer zum Abschluss frei. Er ist sozusagen die Person, die man für alles verantwortlich machen kann. Seine Leute können ihn verantwortlich machen, seine Feinde können ihn verantwortlich machen, jeder kann ihn verantwortlich machen. Aber solange er stabil steht und keine Schwäche zeigt und das alles mitmacht, wird dieses Bild aufrechtgehalten. Und das finde ich so unglaublich interessant. Und deswegen wollte ich dieses Video auch machen, um euch mal zu erklären, dass Negan ein sehr viel vielseitigerer Charakter ist. Und ich wollte euch auch mal meine Sicht halt so ein bisschen nahebringen, wie ich diesen Mann betrachte. Aber das war's auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr The Walking Dead Content von mir sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt Hashtag Jerome, mach mehr The Walking Dead. Bis zum nächsten Mal.